herzlich willkommen zum heutigen Film. Jetzt endlich geht es los mit diesem Schrank. Ich werde das einmal kurz erklären für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind in diese Videoreihe. In der letzten Reihe habe ich mir ja diesen Gaming-Schreibtisch gebaut und als nächstes wäre jetzt dieser Schrank hier dran. Der wird also von den Farben her genauso werden wie der Schreibtisch, den ihr hier an der Seite seht, also dieses Kupfer, Gold und Silber, basierend auf einer schwarzen Grundierung. Das werden wir jetzt hier auch machen. Und zwar habe ich vor, diesen Schrank so auszubauen, dass es im Endeffekt so aussieht, als wäre das ein riesiger Computer. Ich erkläre das etwas genauer. Und zwar diese Platte, die hier oben drauf liegt, die werde ich von innen drin aushöhlen, also einfach aussägen, dass nur noch der Rahmen bestehen bleibt. Dann wird der freie Raum mit Elementen von einem PC befüllt. Und zwar kommt da Arbeitsspeicher rein, Festplatten, Mainboard, Grafikkarte, alles sowas, was mit dem PC zu tun hat. Die Elemente werde ich halt schön fein auf dieser kompletten freien Fläche verteilen. Dann werde ich mit Kupfer, Silber und Golddrähten schöne Leitungen verlegen. Also so, dass es wirklich so aussieht, als wäre das ein handgebauter PC. Das komplett wird dann später mit Epoxidharz noch ausgegossen werden. Und ich werde mir von hinten eine LED-Beleuchtung einbauen, die also in diese Epoxidharzfläche reinleuchtet und so das Ganze zum Leben erweckt. Ja, wie gesagt, das ist das nächste Projekt, was ansteht. Ich denke, das werden auch wieder 2-3 Teile werden. Heute geht's los. Und zwar als erstes werde ich hier diese ganzen Griffe abschrauben, denn hier kommen die gleichen Griffe dran wie auf dem Gaming-Schreibtisch. Das heißt, diese Griffe hier alle abschrauben, die Löcher verschließen, damit das schön zu ist, auch wieder komplett gestrichen werden kann. Am Ende kommen dann die Griffe drauf. Hier werde ich einmal gerade absägen. Ich hatte zuerst überlegt, mir passende Hölzer zu sägen, die ich hier reinsetze. Und zwar, dass diese große Platte an 6 Punkten aufliegen würde. Das Problem ist aber auch, wenn ich das verleime oder auch mit Winkeln mache oder sowas, das Ganze wird ziemlich wackelig werden, weil die Platte, die hier oben drauf ist, wenn die ausgehöhlt ist und dann kommen die ganzen Elemente da rein, Arbeitsspeicher, Festplatte und sowas alles, das hat natürlich alles Gewicht. Und dann wird das komplett noch mit Epoxidharz ausgegossen. Ich habe mir das ausgerechnet, die Platte hier oben alleine hat ungefähr ein Gewicht von 20, 22 Kilo, je nachdem wie die Elemente da vom Gewicht her zu berechnen sind. Aber wie gesagt, also mindestens 20 Kilo, die hier oben drauf liegen. Und das Ganze wird da ziemlich wackelig. Irgendwie lehnt sich dann mal jemand dagegen oder stößt vielleicht mal dagegen. Und ich habe Angst, dass mir die ganze Platte dann zur Seite fällt, weil die Elemente hier umkippen. Und dann rasselt die im schlimmsten Fall nach unten und verletzt noch jemanden. Deswegen werde ich hier einfach gerade absägen. Da liegt die komplette Platte auf diesen beiden großen Flächen hier auf. Und das Ganze dürfte wesentlich stabiler werden. Und genau das sind die heutigen Aufgaben. Die Griffe abmachen, den kompletten Schrank werde ich unten verleimen, dass die beiden großen Elemente hier gar nicht mehr auseinanderzubauen sind und somit an Stabilität gewinnen. Und hier innen drin das Loch werde ich auch schon aussägen, damit ich dann vielleicht morgen anfangen kann, das Ganze schwarz zu grundieren. Denn ich muss natürlich hingehen, bevor ich damit den Elementen anfange und mit dem Epoxidharz, dass das erst einmal gestrichen ist, zumindest ich sag mal im groben Umfang, muss das ungefähr schon so aussehen wie hier. Weil dann gehe ich hin, mache ganz dünn Epoxidharz drüber, dass das nicht mehr beschädigt werden kann. Erst dann setze ich die Elemente ein, gieße das komplett aus, lasse das austrocknen und dann kommt der endgültige Anstrich, damit es genauso aussieht wie hier. Ich habe auch noch einige von diesen Zahnrädern über, die ich hier an dem Schreibtisch verwendet habe. Die werde ich mir dann auch wieder hier auf die Türen aufsetzen, so dass das aussieht, als würden die beiden Elemente von vornherein immer zusammengehört haben. Ja, es liegt also wieder jede Menge Arbeit an. Ich denke, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich denke mal, das wird auch wieder ein 3- oder 4-Teiler werden, bis das komplett fertig ist. Aber um keine Zeit mehr zu verlieren, würde ich sagen, wir fangen jetzt an. In dem Sinn, viel Spaß beim heutigen Video.
die Schränke habe ich jetzt verleimt, habe zusätzlich hier unten nochmal Filzgleiter angebracht. An den, ja, ich sag mal, gefährlichen Stellen, wo der dann trotzdem noch brechen könnte, habe ich zusätzlich verschraubt, die Rückwände festgenagelt. Und die Ablage habe ich mir jetzt so gestaltet. Moment, ein bisschen groß. Den inneren Bereich von dem Brett, was oben drauf lag, habe ich jetzt ausgesägt, habe hier eine Rückwand drauf gemacht. Das Ganze sieht jetzt natürlich noch etwas wild aus, aber das ist auf jeden Fall die Fläche, die ich füllen werde mit den ganzen Hardware-Artikeln, also Festplatte, RAM und sowas alles. Dann noch das mit Epoxidharz ausgegossen und dann werde ich rundherum Lichterkette machen, außer vorne, aber an den Seiten und hinten kommt dann die Lichterkette hin. Und damit das dann halt am Ende schöner aussieht, kommt hier noch eine Abdeckung drauf. Auf die Idee hat mich mein Sohn gebracht, also das wird so eine Blende werden, wo dann halt nur so Ausschnitte immer zu sehen sind. Ist so etwas schwer zu erklären, aber im Endeffekt soll es halt so sein, dass die unschönen Bereiche abgedeckt sind und zwischendurch ist dann immer so ein Streifen oder vielleicht so ein Dreieck, wo man halt reinschauen kann und wo man dann die Hardware auch sieht. Das Ganze wird natürlich auch noch gestrichen werden vorher, im Stil wie diesen Schreibtisch. Aber zuerst baue ich das Ganze jetzt erstmal wieder zusammen und dann werde ich die Platte auf dem Schrank auch fixieren, dass die da nicht hin und her rutschen kann. Und dann werde ich den Grundlack aufbringen, also schwarz. Dann werde ich hier oben den Bereich einmal mit Epoxidharz schon mal vorstreichen, damit der dicht wird, weil hier sind vielleicht auch so, so kleine Löcher drin, das kann ich nachher noch zuspachteln. Das ist halt, wie gesagt, eine alte Rückwand gewesen. Aber das werde ich zuspachteln. Dann kommt da einmal Epoxidharz drüber, damit das auch dicht ist. An den Seiten mache ich mir auch noch vielleicht Leim oder Kleber hin, damit das auf jeden Fall dicht ist und mir da kein Epoxidharz austritt. Und das sind jetzt die nächsten Schritte. Aber zuerst einmal den ganzen Schrank wieder zusammenbauen. So, die Löcher habe ich jetzt hier ganz ordentlich zugemacht. Das Ganze natürlich auch schön glatt geschliffen wieder. Und jetzt werde ich als nächstes, hier die Löcher habe ich übrigens auch zugemacht. Und als nächstes gehe ich jetzt hin, weil ich habe auf dem Dachboden noch diese Spiegelfolie hier gefunden. Das heißt, ich werde den Bereich hier mit der Spiegelfolie auskleben. Und erst danach gehe ich dann hin, mache rundherum mit dem Heißkleber diese Fugen dicht. Und erst danach werde ich das Ganze dann schwarz lackieren. Ich könnte natürlich auch erst schwarz lackieren und dann die Folie darüber kleben, aber dann könnte es sein, dass ich dass die Folie vielleicht nicht richtig hält, weil ich gehe hier hin und werde das mit Leim erstmal schön einpinseln und dann mache ich die Spiegelfolie drüber, dann klebt die auf jeden Fall richtig fest, dann den Heißkleber drüber und wenn ich dann pinsel, dann gehe ich halt mit der Farbe nur so an die Kante des Heißklebers dran, dass ich auf jeden Fall nicht auf die Folie drauf pinseln werde. Ich glaube, das ist einfach sinnvoller. Und wenn ich das gemacht habe, dass die Folie drauf ist und der Heißkleber, dann lege ich das beiseite, lasse das erstmal trocknen und werde dann schon mal anfangen, den Schrank schwarz zu pinseln, damit der schon mal eine Grundierung hat. Der Grund, warum ich jetzt hingehe und das noch mit der Spiegelfolie mache, ist ganz einfach der, ich gewinne dadurch etwas mehr Tiefe. Ich kann zwar hier die ganzen Elemente reinsetzen, aber wie ich vorher schon gesagt habe, möchte ich hier drüber ja eine Blende machen und es kann sein, dass das Ganze dann einfach zu dunkel wird oder dass es gar nicht richtig zur Geltung kommt und ich denke, wenn ich diese Spiegelfolie drunter mache, dann habe ich zum einen den Vorteil, dass das Licht, was drumherum von den LEDs kommt, auch nochmal zusätzlich nach oben reflektiert wird, das heißt, das Ganze, das strahlt vielleicht etwas so nach oben raus und ja, die Elemente, die da drin sind, die Festplatten, Grafikkarten, Motherboard, was weiß ich was, Tastatur, das kommt einfach viel mehr zur Geltung. Also ich erhoffe mir, dass das ein cooler Effekt werden wird. So, wie ihr sehen könnt, ist der ganze Schrank jetzt schon einmal schwarz kodiert worden. Da müssen dann noch kleine Kanten korrigiert werden, aber das war ja eher nur der Grundanstrich. Da kommt ja noch ein weiterer Farbauftrag drüber, beziehungsweise mehrere. Und hier oben die Platte, die liegt dann natürlich hier vorne Stoß auf Stoß an und nicht so wie jetzt. Die habe ich bereits einmal mit Epoxidharz jetzt ein wenig angegossen, also nur so 1-2 mm, wirklich auch dünn. Deswegen sieht das hier auch so komisch aus. Die Folie hat dafür gesorgt, dass sich das Epoxidharz ungleichmäßig verteilt hat. Aber mir war wichtig,
dass die Ränder rundherum abgedichtet sind, dass da eben kein Epoxidharz austreten kann. Und jetzt liegen hier schon einige Bauteile, also Lüfter, ein Motherboard für eine Abdeckung, eine Grafikkarte, ein USB-Hub. Da habe ich noch mehr elektronische Bauteile und die werde ich jetzt hier einfach mal frei drauf positionieren, dass es ziemlich cool aussieht. So, wie ihr sehen könnt, die einzelnen Bauteile sind jetzt montiert. Ich habe die alle auch mit Heißkleber fixiert. Ich hoffe, dass das halten wird, wenn ich da später Epoxidharz drüber kleben werde, drüber gießen werde. Aber soweit ist das jetzt erstmal fertig. Jetzt habe ich noch solche verschiedenen Drähte in den verschiedenen Farben. Die werde ich mir so ein bisschen zurechtbiegen und quasi so Leitungen da einbauen. Und dann habe ich natürlich noch, eben weil es zum Thema Steampunk gehört, solche Zahnräder in verschiedenen Formen und Größen und Farben. Und da muss ich halt mal schauen, wo ich die eventuell montieren kann. Vielleicht hier überall, wo die Logos sind, dass das überdeckt ist. Und vielleicht so als kleine Eyecatcher auch mal zwischendurch. Aber erst einmal werde ich jetzt diese Leitungen anbringen, damit hier ein bisschen Leben reinkommt. So, der aktuelle Fortschritt ist, dass wir jetzt alle Elemente angebracht haben. Alles ist halt mit Heißkleber festgemacht. Außer natürlich die drehenden Elemente. Hier haben wir so kleine Spielereien angebracht. Das sind halt diese Kupferverbindungen und Goldverbindungen und sowas alles. Und jetzt werde ich als erstes mal eine kleine Schicht Epoxidharz drüber gießen, um zu schauen, ob das mit dem Heißkleber überhaupt hält. Weil das Epoxidharz, das erhitzt sich ja. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Kleber sich dann wieder löst. Deswegen machen wir erstmal eine kleine Schicht drüber. Und dann schauen wir weiter. Aber so bis jetzt sieht das schon mal auf jeden Fall mega geil aus. Besser als wir erwartet. So, die erste Lage Epoxidharz ist jetzt aufgebracht. Ich finde, das Ganze sieht auch ganz cool aus schon. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Boden, der klebt hier sehr. Und was mir aufgefallen ist, es haben sich halt doch Blasen gebildet. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich habe das erste Mal mit Epoxidharz überhaupt gearbeitet und generell bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber halt diese Blasen ist ein bisschen doof. Aber ich habe mir überlegt, ich meine, ihr seht ja hier diese Kante, also hier kommt ja auf jeden Fall noch eine zweite Lage Epoxidharz drauf und ich werde einfach hingehen, weil ich noch viele von diesen Zahnrädern habe und ich werde die einfach da so drüber kleben, dass es halt nicht so direkt auffällt, wo die sind. So kann ich das wenigstens ein bisschen retuschieren. Und ja, das Ganze sieht dann halt noch etwas abwechslungsreicher aus. Aber wie gesagt, also bis jetzt bin ich schon ganz zufrieden. Und sieht auch eigentlich ziemlich cool aus schon. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. So, die Hauptarbeit ist jetzt abgeschlossen. Das Epoxidharz habe ich bis etwa 5 mm unter der Oberkante da gegossen und mehr Epoxidharz habe ich aktuell nicht da. Ich könnte jetzt nochmal eine Ladung nachbestellen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Tischplatte jetzt schon bereits gute 20 Kilo wiegt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das jetzt so zu lassen. Ich habe jetzt die Zahnräder, die hier verbaut worden sind, in drei verschiedenen Ebenen gebaut. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Aber hier zum Beispiel ist eins, was auf der obersten Ebene ist. Das ist auf der mittleren und das hier vorne, das liegt auf der untersten. Das heißt, die sind jetzt quasi dreidimensional aufgebaut. Aber so an sich ist das wirklich eine coole Arbeit geworden. Die Luftbläschen sind jetzt zwar blöde, aber mei, ließ sich halt nicht vermeiden. Und jetzt werde ich halt hingehen und hier oben noch eine Deckplatte anbringen,
wo ich dann halt die schönen Elemente ausschneiden werde, dass man halt quasi eine abdeckende Platte hat und zwischendurch kommen halt immer wieder Felder, wo man reinschauen kann und dann diese Elemente sehen wird. Dann muss der Schrank natürlich auch noch gestrichen werden, dass der am Ende so aussieht wie der Schreibtisch. Bedeutet also auch in den Farben Kupfer, Bronze und Silber. Dann kommen hier vorne auch noch diese großen Zahnräder drauf, die ich noch über habe. Die Griffe müssen natürlich noch montiert werden. Aber da das Video jetzt schon sehr lang geworden ist, werde ich das im zweiten Teil alles zusammenfassen, damit ich das, was ich bisher schon geschafft habe, schon mal veröffentlichen kann. Falls ihr bis hierhin zugeschaut habt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ihr seid beim zweiten Teil wieder dabei, wenn es dann darum geht, den Tisch fertigzustellen. Bis dahin, ciao.